Kultursommer Rheinland-Pfalz. Wir wollen von Bürgerseite her zeigen, dass wir die Geschichte Zweibrückens kennen, die schwedische Geschichte, aber auch Schweden und seine Bedeutung. Ein besonderes Beispiel dafür: Pippi Langstrumpf und Astrid Lindgren. Beides schwedische Figuren, schon den Kindern bekannt und einmal schön von der Jugendbibliothek in Zweibrücken zusammengestellt. Doch zunächst schauen wir, bevor wir in die Bibliothek gehen, an diesem Tag, was da noch in Zweibrücken passiert ist. Ganz in der Nähe der Jugendbibliothek, da wurde der Hilgertplatz, das Hilgert Center, eingeweiht. Und für Zweibrücken beginnt ein neues Zeitalter genau vor dem ehemaligen naturwissenschaftlichen Gymnasium. In diesem Gebäude der früheren Schule ist die Jugendbibliothek untergebracht, zumindest zu dem damaligen Zeitpunkt. Ein besonders auch erhaltenswertes Gebäude für diese Zeit, noch verschönert durch entsprechende Bauwerke und Maßnahmen. Und da gehen wir hin, in die Jugendbücherei. Vorne, da ist zu, da wollen wir das Gebäude kennenlernen und gehen in den Hof. Denn das war auch zu meiner Zeit, kurz nach dem Krieg, unser Schulgebäude. Von den Bomben verschont ist es hier übrig geblieben. Und später auch im Gymnasium wurden wir eingeschult. Und deshalb freuen wir uns. Ja, liebe Zuschauer, wir gehen heute in die Jugendbibliothek und da kommt schon jemand. Wer ist das? Wer bist du denn? Die Pippi Langstrumpf. Die Pippi Langstrumpf? Ja. Und hier in Zweibrücken heißt du wie? Pippi Langstrumpf, Bücherei. Geh ich in die Bücherei und da gehen wir gerade mal mit. Gell, vielen Dank, dass du dich so schön angezogen hast. Ja, und da strömen schon eigentlich einige Jugendliche. Ja, und nach diesem Programm wird ja wohl dann jeder Astrid Lindgren kennen. Und was man hier auf die Beine gebracht hat, für die Jugend, für die Kleinsten, für die Eltern, um die Welt von Astrid Lindgren hier näher zu bringen, das finde ich toll. Schauen Sie mit rein, das macht Spaß und das ist Vermittlung von Geschichte und Kultur Europas. Das Schöne ist auch, dass jetzt, nach fast 15 Jahren, die hier sitzenden Jungs und Mädchen ja alle schon fast über 20 sind. Und es ist bestimmt interessant, sich hier nochmal zu sehen. Damals bei 100 Jahre Astrid Lindgren. Eine schöne Veranstaltung der Jugendbücherei. Astrid Lindgren ist am 14. November 1907 geboren und deshalb feierte man heute 2007 100 Jahre Geburtstag. Und da wollen wir auch die Werke von Astrid Lindgren vorstellen. Und da ist sogar eine echte Schwedin dabei, Frau Atma Steitz, die Vorsitzende unserer deutsch-schwedischen Gesellschaft. Und so hört sich das an, wenn Schwedinnen Schwedisch sprechen. Und so hat man vor 300 Jahren in Zweibrücken Schwedisch gesprochen
als der Schwedenkönig Herzog von Zweibrücken war. Das hat wirklich ein Tor. Ja. Ja. Einhört. Nehmen die Buju IH. Zweibrücken. Ich freue mich, dass so viele Kinder und Erwachsene heute zu unserer Geburtstagsparty zu Ehren von Astrid Lindgren gekommen sind. Sie wäre ja heute 100 Jahre alt geworden. Sie haben sicher im Radio und im Fernsehen in den letzten Tagen schon was darüber gehört. Wir sitzen ja hier an der Quelle. Wir haben in der Stadtbücherei, in der Jugendbücherei über 160 Bücher, Kassetten, CDs, Bilderbücher, CD-ROMs. Also ganz viele Dinge, die mit Astrid Lindgren zu tun haben. Wir haben sie auch präsentiert. Im zweiten Raum haben wir Bücher und Kassetten und DVDs, habe ich noch vergessen, ausgestellt. Vielleicht erst heute Abend ausleihen, damit alle sich da noch ein bisschen informieren können. Wie sich das für so ein richtiges Geburtstagsfest gehört, müssen wir auch ein bisschen improvisieren und fangen gleich mit einer Programmänderung an. Fangen wir jetzt eigentlich mit dem Geburtstagsständchen an. Ich begrüße dazu ganz herzlich die Kinder der Musikschule unter der Leitung von Frau Mahnthal. Herzlich willkommen hier in der Jugendbücherei. Ihr seid bestimmt alle schon aufgeregt, oder? Nicht vergessen, im Café Wimmerby ein bisschen Kaffee oder Saft oder Pfefferminztee zu trinken und ein Stück Kuchen dazu zu essen. Im zweiten Raum ist unsere Schwedin, die Frau Steitz. Ich zeige sie schon mal kurz. Herzlich willkommen. Wir haben also heute eine echte Schwedin hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen auch hier in der Jugendbücherei. Und nach dem Spiel der Kinder kann es im zweiten Raum gleich weitergehen mit Geschichten aus Bullabü. Also wer Lust hat, nicht direkt wegrennen, sondern noch ein bisschen bei uns bleiben. Viel Spaß heute bei unserer Geburtstagsfeier. Aus. Unfug wird's von ganz allein. Aber dass es Unfug war, weiß man erst hinterher. So erklärt Michel seiner Schwester Klein Ida. Michel hängt seine kleine Schwester an einem Farnmast. Michel hat den Kopf in der Suppenschüssel. Michel küsst seine Lehrerin. Und die Kinder vom Kinderchor singen es euch. Und auch haben einige dazu ein Bild gemalt, was uns der Arthur dabei zeigt. In den Nebenräumen gab es viele andere abwechslungsreiche Sachen und da wollen wir mal reinschauen und die Kinder sehen, die ganz glücklich ihre Freundin nachgezeichnet haben und wir sehen, für jeden ist da etwas Schwedisch zu lernen und die vielen Bücher werden jetzt auch einmal ihnen dargestellt, denn Astrid Lindgren hat 34 Bücher herausgegeben, 41 Bilderbücher und 165 Millionen Exemplare verkauft. Und in über 100 Sprachen wurden diese Bücher übersetzt. Da schauen wir gern mal rein in die Sammlung der Zweibrücker Stadtbibliothek. Und jedes Kind kann das ausleihen für fast nichts. Das
sollte man einmal annehmen, dieses schöne Angebot. Gibt es auch schöne Ruheräume und Bücher über Bücher zum Schnausen, zum Schauen, Kassetten zum Hören und so weiter. Aber wir wollen uns jetzt mal umschauen, wenn das Programm weitergeführt wird und unsere Schwedin in Schwedisch teilweise vorliest. Also gehen wir mal wieder in den Raum, wo was abgespielt wird. In der Villa Kunterbunt und macht immer nur das, was ihr gefällt. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne mitsingen bei Pippi Langstrumpf. Hier von der Bücherei angestellt? Ja, Praktikant. Praktikantin. Wie lange sind Sie denn schon hier? Seit Montag. Seit Montag, ja? Ja. Wie viele Mitarbeiter sind denn hier? Keine Ahnung. Vielleicht so über 10. 10? Ja, doch, immerhin. Ja, dann werden wir schauen. Wenn Sie noch ein bisschen länger hier sind, werden wir noch mal fragen, gell? Ja. Welche Farbe hat ich? Ja, welche Farbe für die Arbeit?
Kannst du Christina? Von Astrid Lindgren. Das ist verständlich. Ephraim Langstrumpf. Aha. Und sonst? Im normalen Leben ist es die Frau? Wagner. Aus? Aus der Jugend, aus der Stadtbücherei. Ah, so. Angestellt. Angestellt. Ja, und wie viele Mitarbeiter haben Sie denn hier? Macht nichts, kann man besser machen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn hier? Heute. Überhaupt? 9. 9? 9 Stück, 9 Teilzeitkräfte. Und wie viele Bücher ungefähr? Sie schätzen? 70 insgesamt in der Stadtbücherei, circa. Wie viel? Circa 70.000. 70.000. Frau Christian, Frau. Und wer noch mehr über schwedische Geschichte und Kultur und euch über die Sprache erfahren will, der kann sich bei uns melden, bei unserer deutsch-schwedischen Gesellschaft Schwedenkönige im Herzogtum Zweibrücken. Und während der Reporter die Kinder befragt nach ihrem Namen und mitschreibt für einen Pressebericht, da wollen wir Sie bitten, doch mal mitzumachen, auch mit den heutigen Kindern, diese wunderbare Kultur des Nordens, der Nordlichter, von Astrid Lindgren mitzuerleben und einzutauchen in diese schöne Geschichte Zweibrücken, Schweden. Denn wie schon gesagt, 3 Herzöge von Zweibrücken waren auch Könige von Schweden, verbunden über das Geschlecht der Wittelsbacher. Und diese Kinder, wir sollen ein bisschen von diesen europäischen Geschichten kennenlernen. Schweden, seht ihr, das ist ein Schwedentracht, aber ich spreche auch Deutsch. Aber ich wollte euch zeigen, das ist mein Bullabü-Buch aus meiner Kindheit. Herr Euskirchen, willst du jetzt ein bisschen filmen? Ja, machen Sie filmen? Ruhig. Ja, ja. Ja? Das ist da unten auch Schwedisch. Ja, das ist auch Schwedisch. Und wohl bedeutet Frühling. Frühling im Bullabü. Kennt ihr die Kinder hier? Gut. Der Herr Lasse Busse. Oh ja, ob das ist jetzt Schwedisch, Kinder. Hör mal zu. Der Herr Lasse Busse, oh ja, och Britta och Anna Olle. Det är vi som är barnen från Bullebyn. Och naturligtvis Kerstin. Kerstin, det är Olles lilla syster. Hon är bara 2,5 år. Och bara en halv människa, säger Lasse. Aber jetzt lese ich mal auf Deutsch vor, ich habe ja nichts verstanden. Gell? Ich habe ein bisschen verstanden. Ja, hast du? Ich auch. Ja, weil es ein bisschen wie Deutsch angehört hat. Genau, das hört sich auch ein bisschen wie Deutsch an. Die sind Lasse und Busse und ich und Britta und Anna und Ulle. Das sind wir Kinder aus Bullabü. Und natürlich Kerstin, das ist Ulles kleine Schwester. Sie ist erst 2,5 Jahre alt.
und nur ein halber Mensch, sagt Lars. Das müsste der Nordhof sein, der Mittelhof und den Südhof. Und wieso? Nein, umgekehrt, natürlich. Weil Britta und Anna, die wohnen im Nordhof. Und wer wohnt noch im Nordhof? Da hinten sitzt jemand. Der Großvater von Anna und Inga wohnt, oder? Anna. Der Bauer fuhr in den Wald hinein, Heidi, Heida, Falle, Ralle, Falle, Ralle, Ra. Ob unten hab wohl die Füße gut, hey, jung, Falle, Ralle, Ra. Das Lied kenne ich. Kennst du, ja. Ich hab ihn auch so gut. Ja, Heida, 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 fand ich sehr schön. Und dann begann er jetzt was zu machen. Lasse hat ihn, was ist denn Stockholm? Ja, das ist die Zeit. Nein, nein! Lasse war gezwungen, sie wieder herunterzuheben. Nun sah Kerstin zufrieden aus. Ja, das war bestimmt nicht besonders lustig für Kerstin, sagte Ole. Nein, sie fand es nur lustig, als der Spaß zu Ende war, sagte Lasse. Willst du auch ein bisschen gucken? Ja, und diese schöne Veranstaltung hat mitbewirkt Frau Detzler. Frau Detzler, was sind Sie hier in der Bibliothek? Ich bin die verantwortliche Bibliothekarin hier. Quasi die Leiterin und bin auch für die Veranstaltungen mitverantwortlich. Ja. Wie viele Bücher haben Sie denn hier in der Jugendbücherei? Insgesamt haben wir ungefähr 15.000 Medien. Das sind noch Medien wie Kassetten, Spiele, DVDs und andere Medien mit dabei. Ja, jetzt ist mir aufgefallen, ich wusste das gar nicht, das ist ja getrennt, die Bibliothek, vorne in der Museumsstraße, am Rathaus und hier in der Schule. Ja, seit wann ist das getrennt? Das ist schon über 20 Jahre. Oi. Ein Provisorium sozusagen. Nichts hält länger als ein Provisorium. Und es war notwendig, weil die Räumlichkeiten in der Herzogstraße einfach nicht ausgereicht haben. Ja, nun zeigen wir das im offenen Kanal und können da ein bisschen Reklame machen. Wann sind denn die Öffnungszeiten? Wer darf kommen? Was kostet es? Die Öffnungszeiten, die sind Dienstag von 10 bis 17 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 14 bis 17 Uhr. Kommen können alle Kinder, alle Jugendlichen und es kostet eine Jahresgebühr von 3 Euro für Kinder bis 12 Jahren und von 12 bis 18 eine Jahresgebühr von 5 Euro. Also muss man sagen nochmal ganz deutlich, 3 Euro für das ganze Jahr. Für das ganze Jahr. Und dann hat man hier wie viele tausend Bücher und andere Medien? 15.000 Und das ist doch ein faires, tolles Angebot. Und wie kamen Sie jetzt auf die Idee, so schön das hier zu gestalten, 100 Jahre Astrid Lindgren? Ja, das bot sich eben an, weil dieses Jubiläum doch irgendwie, dieser Geburtstag eigentlich doch irgendwie gefeiert werden muss. Und da haben wir gesagt, da machen wir eine schöne Geburtstagsparty draus. Ja, und ich war überrascht, wie viele Kinder auch als die kleine Pippi Langstrumpf gekommen sind. Ja, das ist wohl auch die beliebteste und die bekannteste Figur von Astrid Lindgren. Und das merken Sie ja auch, bei den Mädchen wird viel ausgeliehen. Ja, also auch heute noch im Zeitalter des Fernsehens? Ja, doch sehr. Und auch Pippi Langstrumpf ist eines der Bücher, das wir auch wirklich gestaffelt hier haben, weil da ein Exemplar nicht ausreicht. Wie viel haben Sie dann von Pippi Langstrumpf? Ich glaube von jedem Band 3. Von jedem Band 3. Ja. Dann muss man sich jetzt trotzdem ranhalten, jetzt wird es ganz aktuell werden. Genau. So, da will ich Sie nicht länger aufhalten, denn Sie sind ein bisschen gefordert heute. Ja, Dankeschön. Das freut mich auch, dass ich gefordert bin. Danke. Natürlich Kerstin, die Olles lilla syster.
bara 2,5 år och bara en halv människa, säger Lasse. So haben wir dann langsam an diesem 14. November diese schöne Veranstaltung mit diesen netten Kindern verlassen. Denn am 14. November war ja ganz in der Nähe noch mehr los. Wenn man hier aus dem Fenster schaute, dann sah man es. Das Hilgert-Zentrum, das Hilgert-Center hatte Eröffnungstag. Genau am 14. November. Und da wollen wir mal runtergehen, dorthin, wo sich auch vieles tut und wo dann nach 2007 viele Menschen noch hingeströmt sind zum Einkaufen und von wo aus auch eine gewisse Unterstützung kommt für unsere Arbeit zusammen mit Kindern, mit Kutschen und für vieles mehr. Machen Sie noch mit einen kleinen Rundgang und man könnte fast sagen, da müssten beide mehr zusammenarbeiten. Das Hilgert-Center mit seinem Einkaufszentrum, hier sehen wir noch einen alten, bekannten Zweibrücker, einen Beigeordneten der Stadt, aber auch die schöne Ausrüstung im Hilgert-Center mit Bildern bei Edeka Ernst. Ja, liebe Zuschauer, und dann... Hier ist sogar die Chefin im Gespräch mit Kunden. Dann wollen wir uns wieder auf den Heimweg machen, beseelt von dieser schwedischen Kulturveranstaltung. Und da sehen wir dann auch nochmals Pippi Langstrumpf unterwegs, auch nach Hause. Eine schöne Erinnerung an die schwedische Kultur, an die schwedische Schriftstellerei, an Astrid Lindgren, die so viele Kinder mit dieser Literatur glücklich gemacht hat. Gehen wir weiter in dem Programm für deutsch-schwedische Zusammenarbeit gerade von Zweibrücken aus.